allen vereinbar ist. Gelobte Barack Obama und kündigte an, das Gefangenenlager in Guantanamo zu schließen. Vor 4 Jahren, bei seinem Amtsantritt. Kurz danach wurde er Friedensnobelpreisträger, doch Guantanamo existiert noch heute. Momentan sind 2/3 der Häftlinge im Hungerstreik, das äußerste Mittel des Protestes, zu dem auch Murat Kurnaz früher gegriffen hat. Damals sah er noch so aus und saß als einziger Mensch in Deutschland in Guantanamo ein. 5 Jahre lang unschuldig. Noch heute, da ist er sich sicher, geschehe dort Extremes. Auch wenn Obama Guantanamo mittlerweile gern als 3-Sterne-Hotel darstelle. Was Kurnaz einst im Gefangenenlager erlebt hat, ist nun im Kino zu sehen. In 5 Jahre Leben. Wie nah dieser Film an der Realität ist, hat Kurnaz Felicitas Twickel erzählt. Stay down. Wie viele Tage? Die Realität war viel schlimmer, viel brutaler. Und das war auch eigentlich mein Problem, als ich diesen Film das erste Mal gesehen habe. Das ist einfach so soft geworden, da ist so vieles weggelassen worden. Nur mir ist später nachhinein klar geworden, indem ich mit Leuten drüber rede, die sagen, hey, dieser Film ist total brutal und ist das wirklich so gewesen? Da wird mir klar, dass es schon die Grenze war, was die Leute sich überhaupt ansehen können oder ansehen wollen. Guantanamo 2003. Murat Kurnaz wird nach Camp Delta verlegt. Hier gelten keine rechtsstaatlichen Werte. Trotz kurzer Gewaltszenen sind vor allem die stillen Grausamkeiten, die den Film 5 Jahre Leben bestimmen. Psychische Folter. Kurnaz glaubt, nach Deutschland ausgeflogen zu werden. Stay here. I'll check. Vergebens. 3 weitere Jahre wird er noch in Guantanamo sitzen. Jeder einzelne Mensch weiß, denke ich, auf dieser Welt, dass Guantanamo existiert, weil man dort foltern darf, weil es dort keine Menschenrechte gibt. Sie dürfen dort unter Folter Verhöre führen. No Taliban. Do you love your father? Have you ever been to the dentist? Do you know Osama bin Laden? Do you know where he is? Answer! Did you go to Afghanistan? Ein US-Bundesgericht entschied 2005, dass Murat Kurnaz kein feindlicher Kämpfer war und daher ohne jeden Grund in Guantanamo gesessen hatte. Jahrelang kämpfte er um sein Recht. Umsonst. Keiner hat sich jeweils entschuldigt. Weder bei den Amerikanern oder unter den deutschen Politikern. Und eine Entschädigung gab es erst recht nicht, natürlich. Keinen Dollar Schadenersatz. Keine Wiedergutmachung. Wie verkraftet man das? Wie geht es Kurnaz heute, 7 Jahre später? Ja, psychisch geht es mir gut. Ich habe auch keine Albträume, ich schlafe ganz gut. Wenn ich jetzt an Guantanamo denke, dass ich 5 Jahre lang auf nacktem Metall schlafen musste, ohne Decke, Kopfkissen, gar nichts. Und zu Hause in meinem bequemen Bett liege, dann schlafe ich sehr schnell ein. Das ist absolut gar kein Problem. Wie es Kurnaz geschafft hat, scheinbar so heil aus den perfiden Verhören, dem grausamen Alltag zurückzukehren, darum geht es in dem Film. Murat, wie ich finde, hat im Kleinen dieses System durchschaut, hat sich eine innere Freiheit bewahrt. Und diese Metapher, dieses jemand, der in dem größtmöglich unfreien Raum ist, sich aber seine Freiheit bewahrt, das ist eigentlich der Kern. Manchmal habe ich so ein paar Brotstücke zu den Leguans geworfen, wenn die es nicht aufgefressen haben. Dann haben die Wärter das gesehen, mussten, sie wurden gefüttert und dann kam ich halt ins Isolationshaft. Aber ich meine, man kam so oder so ins Isolationshaft und wurde ständig bestraft. Deswegen war mir das egal. Ich habe immer gemacht, wozu ich Lust hatte in Guantanamo. In Guantanamo machen, wozu er Lust hat. Das sagt nur einer, der enorme Widerstandskraft hat. Wie Kurnaz die Angst verliert, wie er das System begreift und es für sich zu nutzen weiß, darin gipfelt der Film. Kurnaz wehrt sich gegen seine Aufpasser. Die haben halt sich schwache Leute ausgesucht und sind bei denen in die Zelle reingegangen, haben sie verprügelt. Ich rede hier von Leuten, die jetzt nur noch aus Haut und Knochen waren. Jetzt. Dann habe ich mich halt an denen gerecht für das, was sie meinen Nachbarn angetan haben. Dann habe ich zugeschlagen und das hat schon ein kleines bisschen geholfen, weil sie vorsichtiger wurden. Wir sind in der Karibik. Erst dachte ich Afrika, wegen all den Tieren. Tieren? Ja. Schlangen und Spinnen. Die GIs treten sie immer tot.
Ja, das erzählen Sie lieber keinem, okay? Wir haben strenge Regeln hier. Es gibt internationale Artenschutzgesetze. Wenn in Guantanamo ein Tier stirbt, kriegen wir richtig Ärger. Menschenrechte aber gelten nicht auf Guantanamo, dem rechtsfreien Raum. Murat Kornas arbeitet heute mit Organisationen wie Amnesty International zusammen, hat ein Buch geschrieben und mit Regisseur Stefan Schaller den Film vorbereitet. Sonst schlägt er sich mit Gelegenheitsjobs durch. Nachdem ich entlassen bin, circa ein oder zwei Jahre später, habe ich geheiratet und bin mittlerweile Vater von zwei Kindern. Und das Leben geht weiter. Ich gehe meinen Hobbys hinterher. Ich mache wieder aktiv Kampfsport. Ich fahre Motorrad, dies und das. Alles ist eigentlich ganz normal. Da normal rausgekommen zu sein, das heißt schon was. Die Stärke des Films ist es, den Irrsinn Guantanamos im Detail spürbar zu machen. Nicht anfassen. Er ist ein Spion. Amerikanischer Agent. Sie stecken Kameras in die Tiere. Nicht sprechen. Shh. Auf was für eine gesellschaftliche Stimmung trifft der Film jetzt hier in Deutschland? Und der Sascha Gerzsák hat eben von so einer 82-Millionstel Schuld gesprochen, die er so ein bisschen auch in sich spürt. Was glaubt ihr, wie die Deutschen so jetzt diesen Film aufnehmen werden? Was denkst du? Weiß ich nicht. Bin ich gespannt drauf. Also, ich finde, also ich persönlich würde mich freuen darüber, wenn die Leute das nicht so als abgefrühstückt und abgeschlossen ansehen und dass das dadurch nur mal in das Bewusstsein gerät. So, das finde ich schon auch wichtig, weil das ja meiner Meinung nach noch nicht geklärt ist. Ja, es ist ja auch so, dass aber die Gesellschaft jetzt ja anders darauf reagiert. Grundsätzlich gab es auch mehrere Terroranschläge und die kritische Berichterstattung ist eine andere und es wird mehr hinterfragt und solche Sachen kann ich mir schon vorstellen, dass man ein bisschen offener dem Thema begegnet. Ich meine, bei dir hat sich ja auch geändert über die Jahre, wie wir Leute gegenübergetreten sind und eine andere Offenheit entwickelt haben und mehr wissen wollten. Echt? Wie war das? Ja, also kurz nach meiner Entlassung waren die Fragen dann schon eher so begrenzt, sage ich mal. Und die Leute waren ja auch nicht genau informiert, was jetzt genau Sache war. Und mittlerweile haben die meisten, die auch Fragen stellen, sich entweder mein Buch durchgelesen oder irgendwelche Interviews mitverfolgt und ein bisschen umso mehr über die Sache Bescheid und umso mehr Fragen kommen dann auch halt. Wie ist das jetzt, so ein unfreiwilliger Held eines Filmes geworden zu sein? Naja, in diesem Film wird ja eigentlich nur gezeigt, was passiert ist. Deswegen glaube ich auch, unter den Zuschauern, die sich diesen Film ansehen werden, jetzt, dass nicht jemand sagen kann, ich finde diesen Film nicht okay, so wie es ist, sondern es ist ja eine Tatsache, was passiert ist, das wird dargestellt. Und somit finde ich das eigentlich ganz, ganz okay, dass die Zuschauer auch nicht sagen können, ich finde nicht okay, was da gezeigt wird. Das kann es nicht geben. Ihnen war der Film ja eigentlich zu soft? Für mich persönlich ja, weil die Realität viel brutaler war. Aber umso mehr mich mit Leuten unterhalten habe, mit Journalisten, auch Nicht-Journalisten, jetzt für jeder, der diesen Film schon gesehen hat, der war schon brutal genug und schon extrem brutal eigentlich. Und da ist mir klar geworden, dass es schon die Grenze war für die Zuschauer, die diesen Film sehen werden oder gesehen haben. Mhm. Und das, was gezeigt wird, ist genug, finde ich. Vor allem, weil wir haben ja im Vorhinein drüber geredet. Also das ist ja ein Punkt,
wo man sich dann festmacht, wie realitätsnah ist das oder wie brutal Folter gezeigt wird. Und ich habe Murat zumindest von meiner Seite aus immer gesagt, dass ich, wenn ich erlebe, dass Gewalt in Filmen jemandem angetan wird, ganz oft, wenn es zu extrem wird, der Blick auf den Menschen dahinter so irgendwo auch verstellt wird, dass ich ihn nicht mehr als denkendes Wesen wahrnehmen kann. Deswegen war unser Anspruch immer, einen psychologischen Aspekt von der Haft mehr in den Vordergrund zu